gut im Powerplay und jetzt die Linie mit dem Capanelli auf Meister, machst du mal Lohn. Schöner Pass in die Mitte und... Und Tor und Fall. Jetzt geht's über die Bande auf die blaue Linie. Schuss vor Tor, Ablenkungs... Und das bringt absolut nichts. Das war klar, dass sowas nicht funktionieren kann. Dann kriegt man jetzt den Konter. Oh, starker Safe von Dominik Kohl. Pass versucht, aber gut umkommt vom Goalie, vom HK, von Cortina. Pass in die Mitte, nicht so. Oder gleich mal ein Abwehrfehler. Da können sie durch zu stehen kommen. Und Cortina jetzt wieder mit dem Buch gewinnen über den Saha über die linke Seite. Und jetzt eine unsere Situation. Schuss der Linie. Jetzt haben wir eine blaue Linie. Jetzt könnte man einen Schuss von der blauen Linie kommen. Und Cortina verliert. Er ist aber vor allem Antinger mit der Puck hoch. Blaue Linie. Ein bisschen Ruhe einbringen da. Schierner Pass auf die Seite. Der Schuss muss da gleich kommen. Und jetzt haben wir eine Chance, bei uns für Cortina stärker gestanden ist. Das ist natürlich nicht passiert. Aber jetzt schauen wir uns so zuerst mal den Konter um. Ja, schon, ob er das mehr im Training gemacht hat, weil das in den letzten Spielen schon einige Male passiert ist, dass man die 6 gegen 5 so gemacht hat. Starke Aktion! Cortina im Puckversuch ist nicht gerade die beste Idee in der Situation und dann kriegt man Logo.